Top. Ich will Eru zu sagen. Mit Michel, dem Anführer der vierten Lebnis-Gruppe, verbindet mich so eine Art Hassliebe. Er kämpft rücksichtslos wie ein Berserker und kommt wie durch Zauberhand doch immer heil zurück. Wäre die Lebnis-Technologie von Kolonie 30 nicht so überragend, bezweifle ich, dass er noch leben würde. So, Poritz. Hast du irgendwelche Mecha-Freund-Teile rumliegen sehen? Jemand hat sie mitgenommen, wahrscheinlich aus Versehen. Oh nein, das ist schrecklich. Es ist wahrscheinlich einfacher, die Teile zu ersetzen, statt den Täter zu erwischen. Ich habe gehört, man kann gute Levelness-Teile am Bitlay-Abhang finden. Guter Hinweis, danke dir. Jetzt noch sozusagen. Eine unserer Erkundungseinheiten hat einen Weg durch die Berge zum Rai-Bell-Plateau genommen. Dort haben sie heftige Auseinandersetzungen zwischen Kivis und Agnes beobachtet. Anscheinend gibt es da kaum ein Durchkommen. So, dann besprechen wir mal alle, was wir herausgefunden haben. Also wegen Mecha-Freund. Habt ihr auch den Eindruck, dass diese Teile gar nicht verloren gegangen sind, sondern gestohlen wurden? Ich habe auch so etwas in die Richtung gedacht. Aber das Wichtigste ist jetzt, Mecha-Freund zu reparieren, richtig? Jupp. Wir finden bestimmt eh schneller neue Bauteile als den Dieb. Genau. Sobald wir die Teile haben, können der Papa ihn jedenfalls reparieren. Wir haben einige Infos dazu, wo man Teile für Mecha-Freund finden kann. Scheint dafür gleich mehrere Orte zu geben. Fangen wir an. Die fehlenden Bauteile. Okay, dafür müssen wir hin und her reisen. Karte. Ich würde sagen, wir reparieren auf jeden Fall unseren Mecha-Freund heute noch und dann würde ich für heute Schluss machen. Ah, Mecha-Freund muss wieder leben. Oh, warte. Erstmal Ausblick genießen. Okay, hier hinten ist eher weniger was, aber auch hier. Hübsch. Mecha-Freund, richtig. Der Mecha-Freund, der meckert immer. Diese Aussicht, yes, yes. Sehr, sehr, sehr hübsche Aussicht. Obwohl ich auch immer noch sagen muss, dass von allen Xenoblade Games, Xenoblade 3 für mich, Tatsache, doch das hässlichste ist. Also, ja, würde ich sagen. Xenoblade 2 hat irgendwie andere Filter drauf, die das alles ein bisschen schöner aussehen lassen. Xenoblade 1, ja okay, Xenoblade 1 sieht auch nicht so hübsch aus. Aber Xenoblade Chronicles X sieht damit am besten aus. Aber da haben sie auch am meisten dran gearbeitet, dass das super, super schön alles aussieht. Obwohl, Xenoblade 1 gibt es auch so coole... Nee, also bisher, von dem, was wir bisher gesehen haben, finde ich Xenoblade Chronicles 3 am hässlichsten. Dann 1, dann 2 und X ist das Schönste. Okay, wir sind nicht gestorben. Den einzigartigen Gegner möchte ich hier besiegen. Das liebliche Rumi. Was nicht heißen soll, dass es hässlich ist. Es ist nur nicht so schön wie die anderen Spiele. Es ist immer noch hübsch. Keine Frage. Ich glaube, der Gegner sollte nicht mehr so lange dauern.
Ich mach mal Auto. Ach ne, Autokampf kann ich gar nicht in einem Dingens fallen. Oh, wir können sogar nochmal eine Angriffskette machen. Aber ich lasse das lieber. Das würde zu lange jetzt einfach dauern. Und wir kriegen auch nicht so viel mehr EP. Das ist halt ein sehr niedriger Gegner vom Level her ist. Den nehme ich auch mit. Den Conterner. Und hier gibt's Mecha-Freund-Teile. Ja, damit. Man hat versucht, das hier zu verstecken. Allerdings auf eher ungeschickte Weise. Er war also 100% ein No-Pon. Also. Der nächste ist hier. Mecha-Freund Tyler. Wenn ich mich nicht irre, dann könnten diese Bauteile von Mecha-Freund stammen. Und der letzte ist da unten. Oh. Ja, gehen wir von hier aus dahin. Mit dir eigentlich schon mal geredet, Tototo? Ne, Tatsache noch nicht. Cool. Jetzt haben wir nochmal einen extra Stein bekommen. Ich habe den Dialog leider geskippt, weil ich dachte, dass wir schon mit dem geredet haben, aber. Happens. Gibt mehr als nur Uraya-Stollen. Pentelas zu kommen. Eine dick große Straße hier ist mit Uraya-Gebirgsfahrt verbunden und führt auch dorthin. Aber Freunde sollen bitte vorsichtig sein. Dort knüppeln Agnus und Kevis brutalomäßig aufeinander ein. Jo, danke. Oder ist auch nochmal ein Ether-Kanal. Wir haben aber eh momentan fast 99, deswegen würde ich nicht nehmen. Ah, die Lebensteine nehme ich. Ich bin mir sicher, diese Art von Bauteil kann gut für Mecha-Freund verwendet werden. Karte. Zurück zu Kolonie 30. Und dann reparieren wir den guten Herrn. Du, hallo Repapa. Haben Freunde gut gemacht. Repapa zeigt Freunden jetzt wahre Reparaturkunst. Buddy wird auch bald hier sein und repariert dann mit Repapa zusammen, Mecha-Freund. Beep-boop. Da sieht man mal wieder, wie gut du bist. Ach, ohne Repapa hätte das viel länger gebraucht. Sicherungskopie ist auch noch intakt. Wollen Freunde Daten von Mecha-Freund sehen? Allerdings, es könnte uns helfen herauszufinden, wer die Teile gestohlen hat. Nur Rico schickt Daten von Mecha-Freund an Iris. Wird bei Suche von fürchterfiesen Bösewicht helfen. Zwei Nopon unter einer Decke. Nunu, Dinky Dinky und Schraubibi? Auf frischer Tat erwischt. Nicht ertappt, erwischt. Jetzt wissen wir, wer die Teile versteckt hat. Die schnappen wir uns jetzt und zerren sie vor UZ. Die kriegen wir dann. Dinky Dinky und Schraubibi.
Dinky Dinky. Warum hast du sowas gemacht? Du bist also einer von denen, die Teile vom Mecha-Freund gestohlen haben. Wer hat Dinky Dinky verpetzt? Hilft ja nix. Dinky Dinky ist sehr zerknirscht über eigene Schandtat. Dann auf, geh schnell zu UZ und du schuldest den Leuten von Kolonie 30 eine Entschuldigung. Dinky Dinky versteht. Nee, Dinky Dinky. So, schau Bibi. Wir haben Beweise dafür, dass du einer der Übeltäter bist, die Teile von Mecha-Freund gestohlen haben. Sag mal, Kamera, hallo, geht's dir noch gut? Danke. Nun, wenn Bibi eh aus Sack ist, kommt Schau Bibi ganz artig mit. Freunde dürfen Schau Bibi dann jetzt in den Knast stecken. Nein, wir bringen dich zu UZ. Du schuldest den Leuten von Kolonie 30 eine Entschuldigung. Bibi akzeptiert Schicksal haben. Kaya Chorn, yes. Wie gesagt, ich hab heute Dingens trainiert. Außerdem streame ich auch mal relativ spät. Da bin ich dann immer müde. Brrr, aber ist auch gut, wenn man müde ist, dann weiß man, dass man über den Tag gut was geschafft hat. Diese Noporn waren also dafür verantwortlich, Teile von Mecha-Freund versteckt zu haben. Warum seid ihr so gemein zu Mecha-Freund? Dingy Dingy liebt gigantischen Dorik. Aber Mecha-Freund ist immer bei Dorik. Schaubibi ist sehr neidisch auf Mecha-Freunds Schraubenzieher-Technik. Kann Schaubibi überhaupt nicht gegen anstinken. Schaubibi weiß, weil die ist darüber so unglücklich wie Noporn im Regen, aber... Wenn Mecha-Freund weg vom Fenster wäre, dann würden nur Noporn und Waldi an Dorik arbeiten, meinte Bororo auch. Darum... Ah, ich verstehe. Dinky Dinky und Frau Bibi haben total verbockt. Frau Bibi verlässt Kolonie jetzt. Danke für alles. Hey, wohin haut ihr denn ab? Kommt schon, lasst uns Dorik zusammen fertig bauen. Etwas zu bauen macht eh mehr Spaß, wenn man es zusammen macht. Waldi mag das so sehen, aber sie haben ihre Lektion gelernt. Das reicht mir. Man kann Noporn nicht wirklich zwingen, sich an militärische Vorschriften zu halten. Oh. Cute. Oh, aber wenn ihr Noporn auch nur noch einmal mit den Gedanken spielt, Schabernack zu treiben, habt ihr Putzdienst. Abgeschlossen. Die vermissten Bauteile. Oh Gott, alle haben jetzt ein Sternchen gefühlt neben ihren Namen. Ja, komm Ritz. Weiwei spielt schon viel besser Flöte. Gut, kann man es vielleicht noch nicht nennen. Aber beim letzten Ritual sind die Partikel schon nur so hochgeflogen. Der Spruch Weiwei weise mir den Weg, Weiwei geht um. Könnte von mir sein. Weiwei weise mir den Weg, Weiwei. Okay, was soll Waldi zu sagen? Mecha-Freund wird die Teile von Dorik in Windeseile zusammensetzen. Nun ja, nur weil ich ihm das einprogrammiert habe. Trotzdem nur Wort. Ach, das ist doch gar nichts. Die Arktische Autolevs, die haben beeindruckende Systeme. Ein riesig großer Levnis, so stark und so schön. Dinky Dinky ist saufroh, in Kolonie 30 geblieben zu sein. Leben hier froh und munter. So, und Schraubibi, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Schraubibi hat 1000 Millionen Mal entschuldigt, aber Mecha-Freund macht als Antwort keinen Piep. Schraubibi war ja auch schlimm. Ist also kein Wunder, wenn Mecha-Freund nicht vergibt. Lass Waldi doch mal für dich übersetzen. Ich wette, dieser Schraubkasten ist längst nicht mehr sauer auf dich. So, was hat der Papa zu sagen? Nunu, alle Noporn hier sind ganz wild darauf, endlich wieder Levnis zu bauen. Dorik-Bau läuft gerade supidupi, nach Plan und ist in Phase 4.
Freunde bringen Materialien. Dann macht der Papa fix schnelle Begutachtung. Okay, mehr haben wir leider nicht. Hat er jetzt schon einen zweiten Arm? Reicht nicht. Ja, ja. Nee, hat immer noch nur einen Arm. Ah, die sind fleißig am Bauen. Das ist doch schon mal was. Cool. Und dann haben wir auch die Quest dann fertig. Ich frage mich echt, was am Ende passiert, wenn man den komplett zusammengebaut hat. Was super cool wäre, was ich als Spielentwickler machen würde, wenn die Idee jetzt hier eh schon so da ist, dass es am Ende so einen riesigen Fight gibt und wenn man diese Sidequest komplett erledigt hat, dass dann dieser Roboter mit an der Seite von einem kämpft und den Fight dann entweder einfacher macht oder ja doch, also sagen wir einfach einfacher macht. Honorine, auch ein sehr guter Name. Moment, bist du nicht aus Kolonie Tau? Ihr seid es. Ja, ich bin hierher gekommen, um so viel wie möglich über Levnisse zu lernen. Es ist allerdings schwierig, sich bei all diesen Flauschebällen zu konzentrieren. Flauschebällchen? Du meinst die Nopon? Ja, genau. Ich frage mich langsam, warum ich überhaupt hergekommen bin. Okay. Ei. Ja, okay. Davon haben wir noch ganz genug, also haben noch genug Sachen überall von. Gut, damit haben wir auch hier die Kolonie 30 durch. Als letztes bleiben dann noch Kolonie Lambda und Tower, die machen wir aber das nächste Mal. Meine Stimme macht mich auch nicht mehr mit. So, zu Kolonie Lambda werde ich mich noch hin teleportieren. Aber dann war es dafür heute erstmal. Kochen und Essen. Wenn du an einem Rastpunkt Mananas Mahlzeiten isst, erhöht das kurzzeitig deine EP und du erhältst mehr Belohnungen für gewonnene Kämpfe. Oh, stimmt, das sollten wir eigentlich auch mal wieder machen. Wir haben lange nichts mehr gekocht. Ich war bisher auch immer nur an. Obwohl, nee, ich war nicht nur an Kantinen. Aber meistens an Kantinen und da kann man nur Sachen. Nur Essen kaufen und nicht Essen kochen. Komischerweise. Wow! Na, das lief ja super, ne? Wer hat noch direkt den Pool beim Spawnpunkt hingesetzt, so. Ja, aber hier machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich mache hier für heute Schluss. Haben aber wieder sehr viel Nebenquests geschafft. Haben nochmal alle Kolonien durchgeguckt. Nächstes Mal machen wir dann noch die letzten Sidequests. Also die beiden Kolonien noch, die wir haben. Obwohl, ich glaube, die eine müssen wir gar nicht durchgehen, weil die hatten wir ja eher erst entdeckt. Und dann geht's mit der Hauptquest tatsächlich auch schon weiter.